Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Wien Wiesbaden mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Aalen sogar neunmal in Folge sieglos. Hieß, beide sollten, beide wollten, beide mussten siegen. Und Rüdiger Rehm pushte sein Team mit dem Anpfiff nach vorne. Rein in die Partie. Es läuft die 11. Spielminute. Ballbesitz für Aalen. Wiesbaden geht dazwischen. Lorch auf Chiré, der unbedrängt macht ein paar Meter, wird nicht angegriffen, zieht ab und Tor! Die frühe Führung für den SVW in Wiesbaden. Daniel Kofi Chiré zuvor über 500 Minuten ohne Treffer. Jetzt macht er sein Tor, aber bitteschön mit tatkräftiger Mithilfe oder besser gesagt Passivität der gesamten Aalener Hintermannschaft. Er darf 10 Meter gehen, er darf abziehen, er darf treffen und er darf wunderbar jubeln. Das 1:0 für die Hausherren und er hier war bedient. Giannikis, das frühe Gegentor, wie würde seine Mannschaft reagieren? Knapp 10 Minuten später. Und das hier, ich nehme es mal vorweg, ist allerfeinster Fußball. Das sind 8 Stationen. Das geht blitzschnell. Kein Wiesbadener, der irgendwo drankommt. Und dann der Traumpass auf Matthias Morris. Ja, und die Dinger, die lässt er sich nicht ergehen. Der 31-Jährige, er macht sein 6. Saisontor. Und was für ein blitzsauberes. Hier kann man es nochmal wunderbar sehen. Das ist einfach viel zu schnell. Das ist sauber kombiniert. Kein Gegner, der dazwischen kommt. Und Matthias Morris eiskalt wie eine Hundeschnauze. Der Ausgleich, die Reaktion. Das 1:1 für den VfR Aalen. Aber dann nur 7 Minuten später eine Ecke für die Hausherren. Und Niklas Dahms, wie frei ist der denn? Dänenverteidiger, 1,84 groß, den kannst du doch gar nicht übersehen. Aber die gesamte Aalener Hintermannschaft hat's gemacht. Ihm ist es egal, er klatscht sich ab mit seinen Co-Trainern Rüdiger Rehm und Niklas Dahms. Sein erstes Saisontor, aber so frei darf der nie und nimmer hochsteigen. Pause und er hier war bedient, stinksauer. Giannikis und er wollte eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen. Die hier waren zumindest zu Pausenpfiff bedient. Seine Mannschaft reagierte, nahm das Spiel an, nahm es in die Hand. Nur die Durchschlagskraft fehlte. Das Schüsschen hier von Marcel Beer aus der 72. Minute war das Einzige, was die Aalener im zweiten Durchgang zustande brachten in Sachen Torgefahr. Wien Wiesbaden eine Enttäuschung und trotzdem gefährlicher. 77. Minute, eigentlich das Ganze schon bereinigt. Chiré gar nicht mehr zu sehen. Trifft das Aluminium, Innenpfosten springt raus, hätte schon die Entscheidung sein können. Hier können wir es nochmal schön sehen, Innenpfosten, Berdert wäre zu spät gewesen. Und dann kurz vor dem Ende nochmal eine Chance für die Hausherren. Wachs und auch hier wackelt das Aluminium. Das wäre das 3:1 gewesen, es wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Dieser Schuss, der auch den Außenpfosten trifft. Rüdiger Rehm durfte dann jubeln und stand anschließend bei uns am Mikrofon parat. Es war ein hartes Stück Arbeit für meine Mannschaft und ich glaube, es war das schlechteste Spiel, was wir in diesem Halbjahr gespielt haben. Aber entscheidend ist, wir haben es gewonnen und wir haben dieses Jahr schon so viele gute Spiele gemacht und sind ohne Punkte da gestanden. Deswegen akzeptiere ich es heute natürlich auch. Leider haben wir keinen Punkt geholt heute, keine Punkte geholt heute wieder. Und es war mehr drin und mich ärgert die erste Halbzeit definitiv. Ja. Winterpause steht an. Welche Schwerpunkte werden Sie setzen? Ja, Konstanz. Konstanz, 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 Konstanz. Gut gespielt, nichts geholt, Frust pur zum Fest beim VfR Aalen. Ganz anders die Stimmung beim SVW in Wiesbaden. Da ist es heute schon ein bisschen besinnlich gewesen.